verdammte Scheiße, jetzt hab ich mir auf den Finger gehauen. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Ja, und wir befinden uns immer noch in dem wohl tollsten Nebenevent aller Zeiten. Ich werde mit Penny ein zweites, oder war es ein drittes, Date haben. Ist ja auch völlig egal, Leute. Ich werde ein Date mit Penny haben, sehr wahrscheinlich, wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle. Aber naja, ihr kennt mich, Leute, als ob ich mich bei Penny blöd anstelle. Sei leise, Manfred. Genau, und wir befinden uns hier in der Winkelgasse, weil die nächste Aufgabe darin besteht, dass wir, ja, Flourish and Blotts besuchen müssen. Ich habe zwar nicht mehr ganz im Kopf, was wir da machen müssen, aber das werden wir gleich erfahren, weil, ja, Leute, es ist heute ein neuer Tag. Gestern habe ich 2 Folgen aufgenommen und, ja, heute nehme ich wieder auf. Deswegen, ich habe leider ein Kurzzeitgedächtnis, bin ein bisschen bescheuert im Kopf und von daher kann ich mir Dinge halt nicht so gut merken. Ab zu Flourish and Blotts, bitte, bitte, bitte ist Penny da. Penny, bist du da? Oh, was ist denn hier? Oh, Penny ist da, sehr gut, ja, dann freu... Ach ja, genau, eine Vorlesung von Gilderoy Lockhart erwartet uns, oh Gott. Ja, jetzt wird sich rausstellen, ob Penny ein ähnliches Fangirl ist wie Hermine später in Harry Potter. Ich hoffe es, nicht, aber, naja, drückt mir mal die Daumen, Leute. Hallo, Molly, was machst du denn hier? Eine Signierstunde mit Gilderoy Lockhart durfte ich auf keinen Fall verpassen. Oh, sie war schon damals Fan, Leute. Okay. Vianel, das ist ein toller Moment für Flourish and Blotts. Naja, nicht unbedingt, wenn du weißt, was er eigentlich für eine Person ist. Aber hey, das findest du erst in ein paar Jahren raus. Wer ist das da? Oh, Madame Pince ist auch hier. Ich habe sie zuerst gar nicht erkannt. Ich glaube, die ist immer noch das größte Fangirl von allen. Ich bin überall, wo Bücher sind. Oder wo Gilderoy Lockhart ist. Habe ich rausgefunden. So, schade, ich kann nicht mit Penny reden. Hey, Merula, was geht? Natürlich ist Granger hier. Dann sind hier nur wir 6 Hogwarts-Schüler, die zufällig ausgewählt wurden, um die Signierstunde von Gilderoy Lockhart zu besuchen. Sieht so aus. Ziemlich voll, oder? Das war nicht die erste Frage, die ich mir dabei gestellt habe. Die, eigentliche Frage, die ich mir gestellt habe, war, wieso ausgerechnet 6 Leute aus Hogwarts, die ich allesamt kenne? Das ist ziemlicher Zufall. Ich habe nichts für Menschenmengen übrig. Ey, ich auch nicht. Aber ist es nicht aufregend, eine Signierstunde von einem berühmten Autor zu besuchen? Ich fühle mich total erwachsen. Oh, Penny, du bist erwachsen. Erwachsen genug, um eine Beziehung mit mir anzufangen. Womit beginnt eine offizielle Signierstunde? Das werden wir gleich wohl sehen, würde ich sagen. Oh Gott. Wisst ihr, woran mich sein Gang erinnert, Leute? An meinen komischen Blumentanz, den ich mal gebracht habe, als als Bobator zu Besuch war. Ja, ich grüße euch, Kenner der hohen Literatur. Ich schätze diese Signierstunde im kleinen Kreis, um meine Leser besser kennenzulernen. Aber ich bin mir sicher, dass sie alle viel lieber mich kennenlernen möchten. Kommen Sie zu mir mit Ihren Exemplaren von Abstecher mit Vampiren. Meine Feder ist bereit. Und nicht nur seine Feder, Leute, aber das darf ich leider auch in dieser Folge nicht thematisieren. Und bleiben Sie hier, nachdem ich Ihr Buch signiert habe. Ich habe eine Überraschung für einige wenige glückliche Gäste. Lassen Sie mich raten, ich bin dieser glückliche Gast. Naja, wir werden sehen. Los geht's, Leute. 3 Stunden Ahoi. Also ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, dass Gilderoy Lockhart Teil dieses Nebenevents ist. Also, ja, wir wissen ja aus der Harry Potter Geschichte, dass er irgendwie in direkter Verbindung zum Valentinstag steht. Er hat ja auch in den Büchern diesen Tag sehr doll gefeiert. Und ja, ich meine, er war ja der die, oh, was war denn das nochmal? Hat er Gnome los? Nee, er hat keine Gnome. Was hat er nochmal losgeschickt? Also irgendwelche Viecher in Engelskostümen. Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, was das war. Oh, das ist peinlich, Daniel. Schreibt's mal in die Kommentare, Leute. So, Liebesboten hat er auf jeden Fall losgeschickt. Und, ja, das war auf jeden Fall eine sehr kuriose Sache. Und ich bin echt, ja, überrascht gewesen, als ich die Info bekam, dass Hogwarts Mystery Gilderoy Lockhart einbringen wird. Aber gut, zeittechnisch passt es ja. So, nochmal diskutieren und dann haben wir die Aufgabe gemeistert. Jetzt bin ich aber gespannt.
So, nochmal ein paar Münzen, Dankeschön. Wow, wenn Lockhart redet, kommt es mir so vor, als wäre alles andere im Raum unwichtig. Außer ich, Daniel Granger und Penny Haywood. Ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren. Jetzt lüg mal nicht so rum, Daniel. Immerhin steht Penny neben dir. Und wann dürfen wir endlich Bücher signieren? Dafür musst du zuerst ein Buch schreiben, Kumpel. Hey, Moment mal, Talbot. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um dein Kumpel zu werden. Und Barnaby, ist das jetzt einfach so? Jetzt bin ich aber ein bisschen getriggert, du. Davon stand nichts in der Einladung. Du kannst lesen, Barnaby? Mehr passiert also nicht bei einer Signierstunde. Wir schauen zu, wie jemand anderes Bücher signiert und das war's. Ja, finde ich auch immer sehr, sehr spannend, aber ja, durchaus, das ist es. Gilderoy Lockhart hat eine Überraschung erwähnt. Was denkst du, worum es geht? Valentinstag? Um uns, um ihn. Wenn um uns gemeint ist um mich und Penny, dann würde ich das ja nehmen, aber ich glaube, damit ist gemeint, die Fans, die hier alle in dem Raum sind. Und deswegen nehme ich Valentinstag. Vielleicht ist es eine Überraschung zum Valentinstag. Professor McGonagall hat erwähnt, dass ihm der Feiertag wichtig ist. Das Einzige, was Lockhart wichtig zu sein scheint, ist er selbst. Kannst du es ihm verübeln? Er ist ein Star. Darf ich Sie um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit bitten? Ich habe Ihnen eine Überraschung versprochen und jetzt ist der Moment gekommen. Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die junge Hogwarts-Schüler im Publikum. Diese zufällig ausgewählten Schüler dachten, sie wären einfach nur Gäste zu meiner Signierstunde, als Gäste zu meiner Signierstunde eingeladen. Dabei werden sie nun gleich meine Schüler für ein spezielles Projekt zum Valentinstag sein. Du hattest recht, Daniel. Die Überraschung hat mit Valentinstag zu tun. Denken Sie mal, welches Glück diese jungen Hexen und Zauberer damit haben. Außerdem sollten wir mich für meine Anstrengungen loben, die Bildung der nächsten Hogwarts-Generation zu fördern. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Es war mir ein Vergnügen, der Höhepunkt Ihres Tages gewesen zu sein. Jetzt sind wir also Schüler von Gilderoy Lockhart? Bedeutet das, dass wir jetzt Bücher signieren dürfen? Ich glaube nicht. Wenn das nicht Daniel Granger und Merula Snight sind, herzlichen Glückwunsch, meine Lieben. Hallo, Mrs. Weasley, können Sie bitte Ihren Sohn umbringen? Moment. Als ich gehört habe, dass Hogwarts-Schüler eingeladen wurden, hatte ich gehofft, dass einer meiner Jungs das Glück hätte. Wir wollen erst mehr über das Projekt zum Valentinstag erfahren, bevor wir entscheiden, ob wir wirklich Glück hatten. Viel Spaß noch, meine Lieben. Ich werde in den Fuchsbau zurückkehren, um Abstecher mit Vampiren zu lesen. Ja, viel Spaß, Mrs. Weasley. Hauen Sie das Ron ein paar Mal über den Kopf. Das sind ja die Glückspilze. Achso, da. Ich kann heute wieder nicht lesen, Leute. Die Strahler scheinen durch meinen Kopf in mein Gehirn und... Schneid das raus, Daniel. Hallo, Mr. Lockhart. Ich bin geschmeichelt, da bin ich mir sicher. Ich wollte mich eigentlich nur vorstellen. Ah ja, aber wir haben keine Zeit für Danksagungen. Lassen Sie uns nach Hogsmeade aufbrechen. Ich habe Ihnen viel zu erzählen. Okay. Hogsmeade besuchen. Ich erwarte euch, Schüler, in Madame Puddyfoots Café. Oh Gott, da war ich zuletzt mit Penny alleine. Ja gut, da waren damals noch... Wer waren nochmal dabei letztes Mal? Tulip und so haben uns... Nee, Tonks und Tulip. War das Tonks und Tulip? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hatten wir da ja ungebetenen Besuch. Und jetzt müssen wir da mit Gilderoy Lockhart, aber immerhin auch mit Penny hin. Deswegen, Leute, nicht lange fackeln. Los geht's. Oh weia, Leute. Steht eigentlich immer noch der... Oh, Madame Pettifoot hat dazugelernt. Sie stellt keine Berge an Tassen mehr auf. Und übrigens, Leute, das letzte Mal, wo wir hier waren und dieser ganze Berg an Tassen umgekippt ist, da hat jemand von euch in die Kommentare geschrieben, warum sie das nicht einfach mit Reparo repariert hat. Und ja, irgendwie fand ich das dann im Nachhinein betrachtet auch ziemlich seltsam. Weil ich meine, sie hat uns ja alle dann aus dem Laden rausgeworfen, nachdem der Berg umgekippt ist. Und sie hätte das einfach in 5 Sekunden selber mit dem Zauberstab heilen können, ohne dass es irgendwie kompliziert gewesen wäre. Aber naja, hallo Gilderoy Lockhart. Wie gefällt Ihnen dieser Ort? Ich finde ihn umwerfend.
Daniel und ich hatten unser erstes Date hier. Ja, das stimmt, Penny. Das stimmt. Du hast recht. Das war ein toller Tag. Und, ja, vor allem, warte mal, das war nicht der Tag, wo wir Händchen gehalten haben, oder? Ja, da muss ich, na, oder doch, war es wohl, nur einen Tag später, stimmt. Ja, das war der tollere Tag, aber der Tag war auch toll, Penny. Das war, gelinde gesagt, ein denkwürdiger Abend. Hervorragend. Dann kennen einige von Ihnen Madame Puddyfoots Café bereits. Und der beste Ort für meine Veranstaltung, Voyage, Vampire und Valentin. Das klingt spannend, das klingt schrecklich, das klingt lächerlich. Ja, ich würde sagen, das klingt lächerlich, weil wir wollen ja unsere wahre Meinung abgeben. Voyage, Vampire und Valentin, das klingt ziemlich lächerlich. Oh, warte mal, Penny guckt gar nicht so begeistert. Warum? Oh oh. Ich muss anscheinend nett zu Gilderoy Lockhart sein, Leute. Immerhin geht es hier um meine Verbindung und meine Beziehung zu Penny. Lächerlich? Interessant. Ich möchte gerne mehr hören. Diesen Wunsch erfülle ich Ihnen gerne, Mr. Eggwoo. Sie kennen unseren Namen? Ich dachte, wir wären in Hogwarts zufällig ausgewählt worden. Ja, natürlich, das stimmt auch. Aber nachdem meine Schüler ausgewählt wurden, war es mir wichtig, alles über sie zu erfahren. Anschließend habe ich Dumbledore gebeten, das Projekt zu genehmigen, um ihre Teilnahme zu garantieren. Das klingt nicht nach einer Aufgabe, die uns Professor Dumbledore stellen würde. Er würde uns eher 100 Hauspunkte jeweils geben. Genau, was dieses Schülerclub angeht, das ist nicht für mich. Noch nicht, aber ich habe nicht ein Jahr mit einem Yeti überlebt, ohne etwas über die Kunst des Überredens zu lernen. Ja, dann will ich mal hören, was sie so zum, wenn Überreden 8 Stunden dauert, dann bin ich schon direkt schlecht eingestellt. Aber na gut, dann wollen wir da mal durch, Leute. Ja, finde ich ein bisschen angsteinflößend, dass so früh in diesem Event bereits eine 8-Stunden-Aufgabe kommt. Und ich schließe mich den Meinungen auf Twitter an, die ich vorher gelesen habe. Es ist offenbar tatsächlich das längste Event aller Zeiten. Und da muss ich jetzt mal gerade bei so einer 8-Stunden-Aufgabe mal ein ganz kleines bisschen Real Talk mit einbringen, Leute. Weil ich das von Hogwarts Mystery so ein bisschen schwierig finde. Sie haben ja vor einiger Zeit mal gefragt, welche Nebenevents man am besten fand und hatten da eine Reihe an verschiedenen Nebenevents aufgelistet, für die man sich dann entscheiden konnte. Und ganz deutlich gewonnen hat damals der Sternenball und Valentinstag. Und ja, jetzt kommt der nächste Valentinstag und Hogwarts Mystery geht den Weg, das Ganze noch ausführlicher zu machen, was ja an sich cool wäre. Aber ja, es kamen jetzt mehrere Unterrichtsstunden dazu, die auch so ein bisschen füllermäßig waren. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass sie ausgerechnet jetzt bei dem beliebtesten Nebenevent ja, das Ganze so ausschlachten. Aber irgendwo hat es ja auch seinen Vorteil. Ich meine, dafür kriegen wir mehr zu sehen, mehr Content in diesem Nebenevent. Vielleicht haben sie es ja auch nur gut gemeint, ne? Indem sie einfach sagen, okay, das ist das beliebteste Nebenevent, also machen wir da am meisten Content rein. Könnte natürlich auch sein, aber ich gehe mal eher von ersterem aus. Oder eine Mischung von beiden, das könnte auch sein. So, gibt's noch was anderes zum Antippen? Ich will die 5 hier nicht haben. Das reicht auch, wenn ich nur 2 habe, aber ich kann nichts. Oh, toll. Ja, da zieht uns Gilderoy Lockhart nochmal die letzten Energiepunkte aus dem Ärmel. Dankeschön, Gilderoy. Ja? Ja? So, dafür kriegen wir immerhin ein paar mehr Münzen. Immerhin, Leute. Und das, kurz gesagt, ist das Hauptthema der Veranstaltung Voyage, Vampire und Valentin. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, ist Mayonnaise auch ein Achso, feiern wir bei dieser Party Sie oder Ihre Buchvorstellung oder den Valentinstag? Exakt. Ich sehe, dass Sie mein hervorragendes Schülerteam bei der Planung dieser historischen Veranstaltung anführen sollten. Was? Ich habe leider keine Zeit mehr für weitere Fragen. Das war eine Frage. Sie erhalten bald weitere Anweisungen. Ich erlasse mich auf Sie. Leben Sie wohl! Tschüss. Der Ausgang ist in die andere Richtung. Achso. Wir sind kaum dazu gekommen, etwas zu sagen. Man sollte denken, Lockhart wäre so langsam erschöpft. So viel, wie er ständig redet. Ich freue mich schon darauf, den Valentinstag mit Vampire zu verbringen. Du hast da was falsch verstanden, Barnaby. So wie immer eigentlich, also warum wundert's mich? Und was machen wir dann in Wirklichkeit? Ich weiß noch nicht einmal, welche Aufgaben so ein Schüler von ihm hat.
ein Schüler von Gilderoy Lockhart. Das kann so ziemlich alles bedeuten. Wir werden es zusammen herausfinden. Oder etwa nicht, Daniel? Ja, 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 auf jeden Fall. Oh mein Gott, Penny, also wenn du mit zusammen nur wir beide meinst, dann ja. Wenn du die anderen noch mit dazu meinst, dann muss ich leider ganz kleine Einwände haben, Penny. Lockhart meinte, du solltest die Führung übernehmen. Wobei auch immer. Das Einzige, was mir sicher erscheint, ist, dass wir alle in den Valentinstag... wieso in den? Dass wir alle den Valentinstag zusammen verbringen werden. Nicht alle zusammen, hoffentlich. Dann lasst uns in die drei Besen gehen und darüber reden, wie wir den Valentinstag verbringen wollen. Und mit wem vor allem, Penny? Ja, dann wollen wir mal. Also, die nächste Aufgabe haben wir damit auch abgeschlossen. Und ich würde sagen, gehen wir doch mal direkt in die drei Besen. Und ja, dann wissen wir wahrscheinlich nach dieser Aufgabe schon ein bisschen mehr, was in diesem Nebenevent mit dem Valentinstag ablaufen wird. Ich hoffe, es wird wieder ein Date, Leute. Und ich hoffe, diesmal geht's weiter. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Zu den drei Besen gehen. Die vielen Leute sind weg. Sie können jetzt in die drei Besen kommen. Ja, dann lassen wir uns nicht zweimal drum beten, bitten, Leute. Los geht's. Hat sie nicht gerade vorhin gesagt, dass der Laden leer wäre? Naja, hey, ist das ein... Was ist das nochmal? Wie heißen die Viecher nochmal? Oh Gott, Daniel, ist das ein Augury? Ist das nicht, ne? Nö. Hallo, Hagrid. Habt ihr Gilderoy Lockharts Vortrag in der Schule gesehen? Ja, leider. Liz, alles gut bei dir? Ich spiele mit dem Gedanken, dem Gilderoy Lockhart Fanclub beizutreten. Schön. Hallo, Madame Rosmerta? Wie viel Butterbier kann ich euch bringen? Bitte so viel Sie nur haben und geben Sie Penny auch ein bisschen was davon ab. So, hi, Leute. Dumbledore hat uns also als Schüler für Gilderoy Lockhart verpflichtet. Partyplaner trifft es eher. Irgendetwas ist an der Sache faul, oder? Hier gibt es Fisch und Chips. Daher kommt der Geruch. Cool, Barnaby. Ich glaube, es wird total spannend, diese Buchparty zu planen. Unser Valentinstag mit Gilderoy Lockhart. Womit sollen wir anfangen, Daniel? Lockhart hat dich zum Chefschüler ernannt. Chefschüler? So werde ich Granger auf keinen Fall anreden. Oh, was ist mit Captain Valentin? Oh, danke, Penny. Wenn du das willst, dann heiße ich so. Genau. Wie sollen wir dich nennen? Captain Valentin, Chefschüler Daniel. Ja, wenn Penny das vorgeschlagen hat, Leute, dann wisst ihr ja schon, welche Antwort jetzt kommt. Captain Valentin klingt lustig und es hat etwas mit dem Feiertag zu tun. Captain Valentin, ich sehe es schon vor mir auf einer Schärpe aufgedruckt. Wie geht es weiter, Captain Valentin? Oh Gott, das ist so behindert, ey. Wir sollten herausfinden, was für eine Party mit Voyage, Vampire und Valentin brauchen. Was wir für ein... Wieso verschlucke ich die ganze Zeit immer ein Wort? Das ist komisch, Daniel. So, ja, dann wollen wir mal. Let's go. 3 Stunden Ahoi. Ist das jetzt... Also können wir nur hier die Sachen antippen oder können wir jetzt im ganzen Raum rumseppen? Ich glaube... Wartet mal. Ja, wir können im ganzen Raum... Oh, dann können wir uns das ja jetzt hier mal in Ruhe angucken. Oh, das ist ja niedlich. Guckt euch mal die beiden kleinen Vögelchen hier an. Oh. Und einen Haufen Knuddelmus, auf denen die draufstehen, ja. Also der Insider ist auch wieder gewährleistet, Leute. Und ich bin auch echt froh, dass sie da sind und nicht da in dem Feuer. So, ja, dann tippen wir mal ein bisschen auf unseren Freunden rum. Und ich würde sagen, ja, können wir ja vielleicht mal eine kleine Überlegung anstellen, was bei diesem Valentinstag passieren wird. Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt diese Party organisieren, wahrscheinlich in der großen Halle. Und dass es dann am Ende ähnlich ist wie der Sternenball am Ende. Also, dass wir auf der Party vielleicht selber sogar ein Date haben, weil es Valentinstag ist. Aber der genaue Hintergrund dieser Party ist dann einfach, dass es ja mit Gilderoy Lockhart und dem Valentinstag zusammenhängt. Könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist meine persönliche Vermutung, aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass ein Einzeldate hier möglich sein wird. Und hey, Moment mal, warum sitze ich nicht neben Penny, sondern gegenüber? Ja, Leute, ich glaube, für jedes Mal, wo ich Penny in diesem Nebenevent sage, müsst ihr einen kurzen Apfelsaft trinken. Ich glaube, das überlebt ihr nicht, selbst wenn ihr nur Apfelsaft nehmt. Okay, so, der vorletzte Stern ist schon mal gewonnen und jetzt zum letzten. Und da versuche ich jetzt ein bisschen effizienter zu sein, weil ich habe vor der Folge schon 2 relativ große Pakete Energie gekauft.
Und ja, ich würde gern damit auskommen für dieses Nebenevent. Aber wenn ich mir so das Ganze angucke und die Anzahl der Aufgaben, dann glaube ich, werde ich daran scheitern. So, ja, aber wir haben diese Aufgabe gemeistert. 50 Münzen, Dankeschön. Wir haben schon einige Ideen für die Party, Blumen, Zaubertränke, Schleifen und Valentinstagsdeko. Haben wir was vergessen? Voyage? Vampire? Dates! Eine nette Begleitung für die Party zum Valentinstag! Ja, Penny, natürlich! Oh mein Gott, sie sagte es, Leute. Wenn es aus ihrem Mund kommt, dann scheint sie da richtig Bock drauf zu haben. Vielleicht hat sie auch schon eine gewisse Person im Hinterkopf, mit wem sie da gerne gehen würde. Wer könnte das nur sein? Was soll diese Gestik? Ah, uns wird jede Reaktion einmal auf dem Silbertablett präsentiert. Penny scheint begeistert zu sein. Außer Merula scheint jeder wobei Talbot scheint auch nicht so begeistert zu sein. Obwohl, man weiß es nicht. Die Auswahl eines Valentinstags-Dates, nun, jede Menge Zeit, um darüber nachzudenken, oder nicht? Daniel, kannst du mal bitte dir ein bisschen sicherer sein? Ja, du willst das. Fürs Erste sollten wir alles zusammenstellen, was wir für diese Party für Gilderoy Lockhart brauchen. Oh Daniel, du hättest Nägel mit Köpfen machen können. Warum kann ich nicht einfach in dieses Spiel rein apparieren und meinen eigenen Spielcharakter richtig steuern? Der Kerl stellt sich einfach viel zu blöd an. Ich meine, warum kann er nicht so eine tolle Mütze tragen, pinkes Oberteil und dann Penny endlich rumkriegen? Ich verstehe das nicht. Naja, egal. Mit Barnaby treffen, das ist nicht Barnaby. Der junge Mr. Lee erwartet sie jetzt bei den Kräuterkunde-Gewächshäusern. Was will ich mit Barnaby? Ich hoffe, jetzt kommt meine Beziehung zu Barnaby nicht mehr zum Vorschein. Weil, ihr wisst ja, damals in einer Folge, da, ja, stand er halt auf mich und... Ja, es war ein Zaubertrank schuld. Aber egal, Leute, es war eine sehr, sehr schockierende Erinnerung, die ich nicht nochmal haben möchte. Das werden wir allerdings dann erst in der nächsten Folge tun, Leute. Ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Laune gebracht, weil, Leute, es ist wahrscheinlich safe. Wir werden ein Einzeldate mit Penny haben oder zumindest ein Date, wenn sich Penny durchsetzen kann, wovon ich jetzt einfach mal ganz stark ausgehe. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt bei diesem Nebenevent weitergeht. Und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und ja, vielleicht habt ihr auch noch Lust, dieses ganze Format von Anfang an zu schauen. Das wäre zwar ziemlich bekloppt, weil das Format ist schon relativ alt und lange. Aber wenn ihr das machen möchtet, dürft ihr natürlich gerne hier auf die Playlist neben diesem komischen Facecam-Kack drücken. Und dann könnt ihr euch das Ganze geben. So, genug gequatscht, Daniel. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss.